grüße Sie oder grüße euch, wie auch immer, Paraguay Live. Ich bin der Bett und herzliche Grüße aus dem heute halb bewölkten Paraguay. Das heutige Thema: Auswandern. Wohin? Ist egal, ob als Deutsche, Schweizer, Österreicher, Ausländer oder auch alle Rentner. Wohin also auswandern? Die Frage versuche ich euch in diesem Video zu beantworten. Bleibt dran! Also, vielen Dank nochmal für eure Fragen, und im heutigen Video geht es um die Auswanderung. Grundsätzlich ja oder nein? Wir haben vor ungefähr fast genau 20 Jahren die Entscheidung getroffen, ja, wir wandern ja aus. Und jetzt sind wir, ja klar, viele von euch wissen, wo wir jetzt gelandet sind, aber der kurze Weg werde ich euch gleich erklären, wie wir hierher gekommen sind. Also wie ich schon erwähnt habe, vor fast genau 20 Jahren haben wir gesagt, komm, Schluss Deutschland, wir wandern ja aus. Tja, der Traum war ja früher Australien. Bah, tolles Land, top. Was macht der Pitt? Natürlich nimmt seine Frau und wir fliegen zack nach Australien. Gehen wir zum Einwanderungsanwalt, lassen wir uns beraten. Und nach 3 Tagen stellen wir fest, das ist zwar schönes Land, aber nichts für uns. So schnell ging das. Und es gab natürlich noch weitere Länder. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich viele von euch dachten auch an Asien. Ja, Thailand, Philippinen, Indonesien eventuell. Tja, haben wir auch alles in Erwägung gezogen, aber letztendlich auch Nein gesagt. Gut, gehen wir auf die andere Seite. Amerika. Ist groß. Ich sage mal, die Vereinigten Staaten so oder so kamen nie für uns in Frage. Blieb eventuell Kanada, aber wie ich schon erwähnt habe in den früheren Videos, in unserem Alter, nein, bei minus 30 Grad, tun wir uns das bitte nicht an, sodass auch Kanada weggestrichen worden ist aus unserer Liste. Gut, und zum Schluss letztendlich Europa kam so oder so nie in Frage, weil letztendlich die Union, die ist immer größer. Und ich wollte auf keinen Fall in Europa bleiben. Also, was blieb übrig? Ja, Südamerika. Also, wohin? Ja, Südamerika ist ja groß. Gut, also letztendlich muss ich ganz ehrlich sagen, ich wusste auch, wo Brasilien ist, logischerweise Argentinien, Chile, Ecuador etc. Und vom Norden angefangen, von Kolumbien, Venezuela, gut, das kam also nie ganz ehrlich für uns in Frage oder richtig in Frage. Gut, eventuell Ecuador. Ja, haben wir uns kurz oder etwas länger, sage ich mal, mit unseren Gedanken in Ecuador aufgehalten. Aber letztendlich die amerikanische Dollar als Währung sagte schon fast alles über das Niveau, über die Preise. Und wer letztendlich da regiert, in Anführungszeichen. Okay, gut, Chile war sowieso zu teuer. Und Argentinien wieder zu europäisch. Bolivien, naja, ist uns so eine Sache. Eventuell, aber gut, kam auch nie richtig in Frage. So, Argentinien, wie ich sagte, so oder so nicht zu europäisch. Uruguay auch nicht so ganz. Also, was blieb? Ja, klar, nur Paraguay. So, hier nochmal kurz, damit ich dann nicht zu viel rede, einfach etwas aus unserem Garten. Wie gesagt, heute leicht bewölkter Himmel, aber warm, über 30 Grad. Also, wie viele von euch wissen, sind wir letztendlich in Paraguay, also Südamerika, mittendrin in Südamerika gelandet.
aus meiner Sicht, heutigen Sicht, war die Entscheidung damals top. Wirklich top. Warum? Ja, ganz einfach. Also vielleicht für diejenigen, die die Auswanderungsentscheidung noch nicht getroffen haben, werde ich einige Gründe dazu nennen. Meine persönliche Meinung. Also der erste Punkt, wenn ich so mal zurückschaue in die vielen Jahre, ist sicherlich auch für euch die relativ einfachen Einwanderungsbedingungen. Klar, bitte nenn mir auch in den Kommentaren einige Länder, die wirklich noch so lasche, in Anführungszeichen, Einwanderungsbedingungen haben. Also grundsätzlich ganz kurz, $5,000 als Deposit sollte man hinterlegen und letztendlich die Einwanderungsdokumente, die sind wirklich nichts Schlimmes und wir helfen euch auch, diese zu beantragen. Ich werde euch oben links einen Link eingeben, da habe ich auch. Punkt Nummer 2, auf jeden Fall nach den relativ einfachen Einwanderungsbestimmungen, ist das tolle Wetter. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind hier jetzt 18 Jahre hier, haben uns wirklich ein kleines Paradies geschaffen. Man hört sicherlich auch im Hintergrund den Vogelgesang und wir sind heute jetzt praktisch, wie spät haben wir? Ja, wollte den Vogel sagen. Also 15.30 Uhr. Ach, schade, dass ich euch die Vögel hier nicht aufnehmen kann. Schade. Also wir haben wirklich uns große Mühe gemacht, die Natur zu erhalten, beziehungsweise, muss ich ganz ehrlich sagen, auch zu erschaffen. Also zum Wetter, wie gesagt, gut, viele sagen 300, 290, 280, 320 Sonnentage spielt gar keine Rolle. Also grundsätzlich über das Wetter konnten wir uns also kaum beschweren. So, der dritte Punkt. Ich habe mir so kurze Überlegungen gemacht und habe gesagt, klar, die Menschen. Ja, also die. Also ich persönlich bin einfach begeistert. Also was Paraguay angeht, sind die Leute meistens einfach direkt freundlich, vor allem auf dem Land. Der Sam wollte auch mal kurz ins Bild kommen. Ja, okay. Da. Nein. Also wie gesagt, kurze Zusammenfassung. Wohin auswandern? Als Deutscher, Schweizer, Österreicher, Pole, Russe, wie auch immer, als Rentner. Wohin? Mein Tipp, meine Empfehlung ist eben Paraguay. Ja, ganz einfach. Jeder von euch sollte sich gut überlegen vorher. Vor- und Nachteile und einfach die Entscheidung treffen. Und bitte, eine große Bitte. Falls ihr nach Paraguay auswandert, sucht nicht nur reine deutsche Siedlung. Ja? Was wollt ihr denn da? Ich als Pole habe auch keine polnische Siedlungen gesucht. Ich möchte doch frei sein. Also einfach frei in Paraguay, unter Paraguay drumherum leben. Nichts gegen
Ausländer, aber man sollte sich ja anpassen. Das Gleiche betrifft auch die spanische Sprache. Ich werde euch auch ein paar gute Tipps unten in der Videobeschreibung, ihr macht einfach Klick und macht die Videobeschreibung auf und da werde ich auch ein paar Link einsetzen, die ihr sicherlich für nutzbar oder nützlich findet, okay? Also, jeder für euch sollte sich Gedanken machen, auswandern ja oder nein, überlegt die schwierigen Corona-Zeiten jetzt in Europa, es wird wieder zweite Welle, fünfte, sechste, zehnte Welle und ich denke, dass die Leute wirklich wie dumm verkauft werden. Also komplett meine persönliche Meinung nach. Aber gut, ich bleibe mit euch, freue mich über eure Kommentare unten. Was hält ihr überhaupt über Auswandern? Was hält ihr überhaupt Paraguay? Welche Vor- und Nachteile für euch ergeben sich? Ich spreche hier gar nicht mal vor wenigen Stress, also da könnte ich ein riesen Video drüber machen, okay? Stressfrei leben. Okay, also, ich werde Schluss machen, weil wie gesagt, Frauchen ruft, die Gäste rufen. Also, überlegt euch, macht die Kommentare, macht eure Fragen, stellt eure Fragen. In der Beschreibung gebe ich auch die Business-WhatsApp-Nummer und teilt das Video. Immer Likes nach oben, wie immer. Ich rechne mit euch. Hilft bitte das Kanal und auch das Wissen über Paraguay zu verbreiten, zu erweitern, damit ihr davon profitiert. Ihr, genau so ist es. Also in diesem Sinne, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, mach's gut, danke.